Der Boss G wählt zufällig eine zusätzliche Fähigkeit aus. Wir können die Auswahl beeinflussen, indem wir den Orb mit einem Tai Chi Kick treffen. Wir wählen diesen Orb aus, da dieser einen positiven Effekt für uns hat. Die anderen machen den Kampf nur schwieriger. Wenn wir die Flasche am Boden zerstören, erhalten wir Heilung oder Aufladung für den Bogen. Die unterschiedlichen Wurfdurchangriffe kann man mit etwas Übung gut parieren. Das schwarze Loch unterbrechen wir, indem wir unseren Bogen benutzen. Bei den roten Ringen sollten wir mit dem Dash ausweichen und den roten Orb schnell zerstören. In Phase 2 sollten wir diesem Angriff ausweichen oder wir kontern ihn mit der aufgeladenen Parade. Mein Setup für diesen Kampf sieht folgendermaßen aus. Ich nutze den Iron Skin Jade. Sorgt einfach dafür, dass wenn wir noch nicht so viel Übung bei dem Boss haben und wir ab und zu noch direkt getroffen werden, dass dieser direkte Schaden, ein Teil davon umgewandelt wird in internen Schaden. Das heißt, das ist der rote Balken im Gesundheitsbalken. Ja, diesen können wir dann wieder regenerieren mit dem Breather Jade und dem Recovery Jade. Ja, mangels Alternativen nutze ich dann noch den Jadestein Quick Dose Jade. Damit können wir uns mit der Pfeife einfach schneller heilen. Außerdem nutze ich den Swift Descent Jade gar nicht für den ersten Effekt, den ihr im Tooltip lesen könnt, sondern für den unteren Effekt, den zweiten Effekt, nämlich dass der Cooldown von Immortal Dash reduziert wird. Das heißt, wir können öfter und schneller ausweichen. Ja, beim Status sieht es folgendermaßen aus. Ich nutze den Talisman-Stil Key Blast. Und eben die Pfeile Cloud Piercer X. Ja, ihr kennt das schon von den letzten Bossen. Wenn wir dann noch die Fähigkeit besitzen, Enhanced Key Blast, bekommen wir bei jeder Explosion vom Talisman mit 3 Kombopunkten eine weitere Aufladung für den Bogen zurück. Das heißt, die Aufladungen für den Bogen werden uns in diesem Kampf niemals ausgehen. Okay, dann machen wir uns auf den Weg, ja, von dem Knoten hier aus. Gehen wir nach links und nutzen den Aufzug.
반차 세 군류로게시 Okay, wir versuchen die Fähigkeit immer auszuwählen, ja, die uns einen Vorteil bringt. Ja, schwarzes Loch immer sofort unterbrechen mit dem Bogen. Dann gehen wir auch schon in Phase 2. Na, hier kommt jetzt dieser eine von oben, dieser eine purpurrote Angriff noch mit dazu.
Okay, dann erhalten wir jetzt auch die Errungenschaft am Sweet Death. Na, schnappen wir uns hier noch diesen Gegenstand. Dann geht's von hier weiter nach rechts. Dort schnappen wir uns das nächste Siegel. Ja, wir gehen weiter nach rechts zum Shanhai 1000, sprechen mit ihm. Okay.
Naja, schnappen wir uns hier noch den Datenchip. Wie immer sollten wir uns diesen nicht mit Gewalt nehmen, wenn wir die Errungenschaft Repurposed noch bekommen wollen. Also zahlen wir die 400 Yen. Okay, dann werden wir den Raum wieder verlassen, nach links. Na, wir werden dann hier links am Aufzug vorbei das Ganze hier noch hacken. Damit das Tor und die Brücke aktivieren. Gehen dann erstmal wieder zurück zum Knoten und zurück zur Basis. Zuerst gehen wir zu Shanghai 9000, geben den Datenchip ab. Ja, sprechen dann als nächstes mit Huafu. Ja, als nächstes holen wir uns eine weitere Errungenschaft. Könnt ihr auch zu einem späteren Zeitpunkt machen das Ganze. Wie gesagt, in der freien Welt hatten wir ja alle Jadesteine eingesammelt in dieser Komplettlösung bis jetzt. Ja, dann müsst ihr eben hier alle auch beim Händler kaufen, was ich schon gemacht habe. Und dann müsst ihr euch den Rest der Jadesteine hier beim 3D-Drucker kaufen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, ich werde das jetzt auch machen und erhalte dann die Errungenschaft Well Prepared.
Als nächstes sprechen wir hier mit unserem Händler. Ja, als nächstes sprechen wir mit Juan. Als nächstes sprechen wir mit Shenong. Na, die Giftgegenstände werde ich noch nicht abgeben. Als nächstes geht's zum Assistenten. Ja, mit dieser neuen Fähigkeit können wir jetzt die Mutanten
besiegen mit dem Talisman. Werden wir auch in der nächsten Folge erledigen. Ja, jetzt werden wir nochmal rasten und sprechen dann nochmal mit Xuan.
Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge und machen in der nächsten Folge genau hier weiter.